Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Valheim. Schön, dass ihr wieder reinlohnst. Bei mir stand gerade Tag 129. Es ist der Tag, wo ich zum Uralten gehe. Und wir gucken mal kurz in mein Inventar rein. Ich habe mir jetzt hier übrigens noch ein paar Tränke dazu gepackt. Ich hoffe, ich kriege das alles gewuppt. Wir gucken mal, ob es klappt, Leute. So, wir müssen zum Portalhändler. Die Samen habe ich dabei. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, Leute. Schwert habe ich jetzt mitgenommen, obwohl ich erstmal vermute, beim Bogen zu bleiben. Ich bin gespannt, Leute. Und ich hatte mir auch überlegt, kann ich mich, wenn es richtig hart wird, auch mal schnell bei dem Händler reinretten. Denn diese Kuppel sieht immer so ein bisschen aus wie... Da ist mein Safe drin. Gut, jetzt geht's wirklich los. Schön nochmal am Baum hängen geblieben. Okay, das erste was, jetzt können wir das ja gleich mal testen. Ich brauche Bärmarmelade. Das passt. Ich kann mir das reinballern. Ich spare ich mir noch den Buff. So, du musst ja jetzt auch, ja, Samen hier benutzen. Ich habe halt super wenig Leben auch, Leute, ne? Egal, auf geht's, oder? Nein, ich brauche 2 von 3. Shit. Ich raste aus. Nein, jetzt habe ich alles reingeballert schon wieder. Oh, nö. Wie doof ist das denn? Oh, Mann, ey. Oh, shit, ey. Das war ja richtig dumm, ey. Ich hätte mehr mitnehmen sollen, ne? Oh Mann, ey. Ich hab ja nie noch irgendwas in der Kiste, ne? Ich habe das alles mit drüber genommen. Hab ich überhaupt jemals was reingelegt? Ja, schon. Stopp. Falscher. Aje. Das ist ja schade, oder? Oh Gott. Okay. Ruhe bewahren. Wir haben alles parat. Wir haben auf jeden Fall genug. Würde ich behaupten. So. Perfekt. Und wieder zurück. Oh Gott, ey. Dann kann ich mir jetzt auch gleich nochmal hier das Bett markieren. Spawnpunkt wurde gesetzt. Tür zu. Und noch einmal. Jetzt aber. Ich habe übelst geil Ausdauer, aber Leben... wie gesagt, ich habe leider noch nichts richtiges nahrungsmittelmäßig, wo beides so richtig geil funktioniert. Das kommt, soll ja noch kommen. Okay, so jetzt nochmal gelunzt. Nahrungsmittelmäßig alles cool. Okay, Leute, jetzt aber. Auf geht's. Oh mein Gott, jetzt geht's wirklich ab. Oh Gott, Ruckel, Zuckel. Welche Pfeile habe ich denn ausgerüstet eigentlich? Oh mein Gott, jetzt kommt wieder so eine Rockmugge. Eine Uralte erwacht. Ah, da ist er. Ah, ich hab's gedacht mir. Ein schönes Baumwesen. Oh mein Gott, was ist das? Shit. Ouch. Oh Gott. Oh Gott. Okay, shit. Okay. Oh, 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 oh. Okay.
Kann ich mich hinter den Säulen verstecken? Ja, nur einen gewissen Moment, weil nämlich die Jungs dann kommen. Und jetzt kommen natürlich die anderen Gegner noch. Geil! Wir lieben es! Oh, die Lichtstimmung ist fantastisch hier. Wenn ich das mal so sagen darf. Schnell weg! Baum kommt! Ist doch irgendein Bogenschütze, habt ihr das gemerkt? Nein, habe ich irgendwas eingenommen, was ich gar nicht wollte, Leute. Shit. Alter, musst du jetzt noch hier sein, Junge? Das ist so fies gemacht. Nein. Okay, Leben. Kannst du nicht nehmen. Gott, ich komme gerade mit meinen Quickslots nicht klar, Leute. Merkt ihr das? Oh, fuck. Scheiße, scheiße. Okay, schnell weg. Boah. Bös. Nicht bös. Okay, ich kann die auch abballern. Jetzt von die Eier rein. Sehr geil. Jetzt kommt die Party. Okay, das ist ungünstig hier. Autsch. Muss ich wieder was essen? Nee, es geht noch. Ich würde am liebsten. Oh, lass mich vorbei, du olle Wurzel. Okay, Wurzelalarm auf 12 Uhr. Okay, einer zu viel. Boah, dieser Wackelbildschirm ist fies. Wow, jetzt kommt der aber auch relativ fixer. Mexikaner. Was will denn der von mir? Ich freue mich, wenn ich wieder was essen darf.
Jetzt irgendwie super, ne? Yes. Oh, habe ich keine Pfeile mehr? Was war denn jetzt? Oh! Autsch. Autsch. Geil, Bogenschild verbessert. Shit. Oh. Okay. Vier. Vier. Yes. Okay, ja, treffe ich den nie, ne? Okay, Bärenmarmelade. Ruckeln. Okay, wir wechseln die Seite. Bis jetzt habe ich gerade ein bisschen Glück mit den Feinden, die hier noch extra spawnen. Sieht gut aus, Leute. Sieht richtig gut aus. Yes. Yes, Leute, oder? Bams. Wow. Und? Sumpfiger Schlüssel. Oh. Oh, das ist geil. Das hat ja übel Bock gemacht. Geiler Kampf, ey. Und ich hab's relativ cool gecheckt mit den Säulen. Hammer, Leute. Okay. Dann gleich zurück jetzt. Wow, oder? Gott, ich habe mir komplett mein Setup verschoben. Meine Tastatur hängt jetzt gerade irgendwie 30 Kilometer von mir entfernt. Meine ganze Energie ins Wegschieben der Tastatur geflossen ist. Mann, das war ja geil, oder?
Ich bin auch relativ ruhig geblieben und hatte super viel Glück. Ich hatte schon wieder so ein bisschen Schiss, dass diese Mobs, die dann zwischendurch noch kommen, mich wieder so belästigen, dass ich mich kaum auf den Boss kontrollieren kann. Das ist nämlich teilweise immer ein bisschen schwierig zu handeln. Aber ich habe es geschafft, Leute. Geil. Kann ich? Yes. Muss ich jetzt unbedingt absaven, die Nummer. Wie das jetzt aus Zauberhand wieder ein Spielabsturz stattfindet. Leute, geil, oder? Das war der Hammer. Richtig gut vorbereitet bin ich rein. Ich kam nur leider gar nicht dazu, mal die Bronzepfeile noch auszuprobieren. Wenn ich ehrlich bin. Sumpfiger Schlüssel. Was das wohl bedeutet, oder? Geil. Richtig geile Aktion. Sehr schön, Leute. Dann mal schnell den ganzen Scheiß raus. Den ich jetzt nicht brauche. Wobei das Holz kannst, glaube ich, dein Feuer noch mal ein bisschen entzünden. Okay, mehr hast du nie. Ich glaube, die brauchen nämlich auch wieder ein bisschen was. So, habe ich noch mehr? Geil, ich habe jetzt diese geile Trophäe. Da müssen wir uns natürlich auch irgendwann mal drum kümmern, die mal würdig aufzuhängen hier bei uns. Für den Moment kommt sie erst. Ach so, nee, ich bin ja ohne Maus. Ich muss ja jetzt. Ja. Jetzt habt ihr bestimmt schon gedacht, jetzt hat sie es vergessen. Nee, nee. In dem Moment gerade fiel es mir ein. Ich muss natürlich jetzt wieder zu dem Altar rüber switchen, ne? Das habe ich auch vergessen, Leute. Das machen wir jetzt noch. Relativ gemütlich. Den geilen Schlüssel würde ich jetzt natürlich aber erstmal hier lassen, nicht, dass ich den verliere. Ich habe ja wohl nur einen davon. So, erstmal wieder so ausrüsten, wie ich es gewohnt bin. Hatte ich das alles so? Okay, ich würde dich mal dahin packen. So und so. Yes. Yes. Dann die Samen nochmal zurück. Und wenn ich das alles richtig verstehe, kann man den jetzt jederzeit dann wieder machen, ne? Das heißt, wenn ich jetzt diesen Schlüssel verlieren soll, ne? Aus irgendwelchen Gründen. Dann mache ich den anscheinend dann nochmal, oder wie? Wie ist das? Wahrscheinlich, ne? Okay, ich würde das jetzt mal so hier alles mitnehmen. Das passt erstmal. Vielleicht nochmal kurz ein paar Nahrungsmittel mitnehmen. Bams. Das passt. Vielleicht noch mal ein paar Süppchen. So. Okay, Leute. Das heißt, wir müssen wieder zu dem anderen Portal. Sehr cooler Kampf, Leute. Und ich habe es endlich geschafft. Das hat für mich ja auch eine ganz andere Bedeutung irgendwie. Dieser Uralter, ja. Wie lange ich da gestruggelt habe, bis ich mal überhaupt bei dem gelandet bin, ne? Geil, und ich bin gespannt, welche Power ich jetzt kriege. Und ob ich überhaupt das verändern werde. Oder kann ich auch beide benutzen? Okay, das ist natürlich immer ein Stück. Könnte ich mir natürlich auch irgendwann mal noch ein Portal hinbauen. Aber, liebe Leute, wir laufen da jetzt mal zusammen hin. Denn vielleicht finde ich noch mal ein paar Himbeeren auf dem Weg. Die habe ich ja auch immer sehr gerne dabei. Vielleicht noch mal eins, zwei Nixen. Wegballern. Und jetzt erstmal ganz kurz die Ruhe genießen, Leute. Zweiter Boss ist geschafft.
Düsterwald soweit erstmal erledigt. Und jetzt geht's ins Sumpfgebiet. Da habe ich ja im Gegensatz zum Schneegebiet schon mal reingeschnuppert. Hab da auch schon so ein paar Tipps bekommen. Und zwar unter anderem die Tatsache, dass es da wohl dauerhaft regnet. Oder im Allgemeinen die Sumpfgelöt. So eine leichte, ja, Feuchte da ist und ich deswegen immer nass bin. Und wenn ich nass bin, ist es blöd, weil dann nämlich wohl meine Ausdauer nicht richtig regeneriert. Und deswegen soll ich mir wohl immer so eine Ausdauerregeneration mitnehmen. Genauso wie, den haben wir ja schon kennengelernt, es sollen wohl sehr viele giftige Gegner da sein, was eigentlich klar ist. Ich hatte schon so ein bisschen gesagt, dass mich dieses Gebiet an Schandstadt von Dark Souls erinnert. Und Sumpfgebiet bedeutet ja eigentlich immer auch Gift. Deswegen hassen das auch alle Spieler. Gift ist halt nie geil. Wenn wir ehrlich sind. Und da habe ich mir ja aber auch schon ein bisschen was gebaut. Von der Giftresistenz. Von daher bin ich da eigentlich relativ cool vorbereitet, ne? Okay, da hinten ist er schon. Schon lange nicht mehr hier gewesen, ne? Hier bin ich eins gestartet, Leute. Und hatte direkt damals gleich Bekanntschaft mit den Gräulingen gemacht. So witzig. War noch nicht mal eine Minute auf der Map. Und schon, Kraft aktivieren, schnelleres Holz haben. Ah ja. Okay. Ja, aber schnelleres Holz haben. Anders. Kann ich beide haben? Okay, cool. Nee, kann ich nie. Okay, nee, dann nehme ich aber natürlich lieber das. Das ist ja logisch, oder? Okay, also ich kann nicht beide haben. Jetzt würde mich nochmal interessieren, ist das Wander? Schau, schau zu deinen Füßen, schau, was du tust. Du betrittst unser Grab. Hier liegen unsere Knochen, du wirst es büßen. Wir ziehen dich herunter, du brauchst einen Sarg. Stimmt, das war dieser extrem gut gereimte Text. Schwarze Flügel. Okay, Gebirge, dann ist das Schneegebiet. Guck mal hier. Nee, ich will ja den... Ich suche jetzt gerade das Sumpfgebiet. Den Text dazu. Da bin ich mir unsicher. Und das ist jetzt wahrscheinlich... auch das neue Gebiet, ne? Der war doch vorher noch gar nicht da. Durch die Mistlands jetzt. Ist das jetzt der neue Bossstein hier? Okay, ich gehe jetzt, wenn das so eine Reihenfolge sein soll, gehe ich jetzt davon aus, dass das das Sumpfgebiet ist. Das heißt, da steht jetzt irgendwas vom Knochen. Das bedeutet, Skelette hatte ich schon gesehen. Wir gehen wieder zurück, Leute. Und dann könnten wir uns ja jetzt überlegen, welches Sumpfgebiet wir angehen. Ne?
Ich bräuchte am besten natürlich jetzt ein Sumpfgebiet, was relativ bei mir an der Hauptbase ist. Denn, Himbeeren. Denn wenn ich jetzt wirklich da neue Erze bekommen sollte, was ich noch nie weiß, weil bisher habe ich da noch nichts gefunden, dann brauche ich ja wieder meine Werkbänke und Plane. Ich weiß jetzt, dass ich mit der Kave natürlich auch ein bisschen was transportieren kann. Ich kann jetzt auch im Allgemeinen als Charakter mehr schleppen durch meinen geilen neuen Wrestling-Gurt. Und das sind natürlich coole Voraussetzungen. Aber ich möchte natürlich den Weg so gering wie möglich halten, ne? Zu meiner Schmelze. Das wäre ja schon wichtig, Leute. Dass das alles stimmig ist, ne? Und ich habe extrem Schiss, diesen Schlüssel zu verlieren. Okay. Das war ja lächerlich. Oh. Ich habe doch gar nichts ausgerüstet. Hammer, Leute. Na gut, ich meine, obwohl die Pilze, da habe ich jetzt schon wieder ziemlich die Taschen voll zu Hause, ne? Aber ich könnte mir ja mal wieder ein bisschen Suppe und so machen. Ich brauche, glaube ich, wieder ein bisschen was. Weiß, Leute. Ja, also ich bin heute schon ein bisschen stolz, muss zugeben. Ich habe das eigentlich super gut gemacht. Und auch mal im Vergleich zu dem, wie ich sonst auf solche Szenarien reagiere. Super entspannt war ich heute. Im Vergleich, wie das sonst war. Das ist für mich eigentlich immer... Ich habe mir das auch so ein bisschen vorgenommen, ein bisschen chilliger zu sein. Kann mich natürlich nicht immer so... Ja, verstellen würde ich es jetzt nicht sagen, aber Emotionen sind ja halt Emotionen, klar. Aber manchmal denke ich mir dann schon, wenn ich mir das so angucke, mein Gott, ein bisschen ruhiger könntest du noch werden, Gedankenspiel. Und manchmal frage ich mich, wie ich überhaupt Dark Souls durchspielen konnte. Mit der Panik, die ich da manchmal schiebe. Ja. Und das war ja nun wirklich eins meiner Lieblings-Let's Plays sogar bisher. So, liebe Leute. Richtig geiler Tag heute. Was ist denn hier eigentlich noch? Ah ja, natürlich noch eine Brechbeere vor der Tür. Vielen Dank dafür. So, ich würde sagen, wir können ja mal zusammen mal wieder ein bisschen was kochen, Leute. Und dann werden wir in der nächsten Folge, beziehungsweise wir können ja schon mal hier kurz auf die Karte lunzen. Gab es jetzt hier gab es ein Sumpfgebiet, ne? Irgendwo. Da oben. Das ist natürlich schon ein Stück weg wieder, ne? Und das war ja auch nicht so groß jetzt, ne? Wohl. Jetzt gerade fällt mir es ein. Das war ja, glaube ich, überhaupt nicht groß, das Gebiet. Wir könnten natürlich trotzdem da nochmal reinlunzen. Und dann hatte ich jetzt natürlich eins auf der Seite hier. Das sah aus, als wäre das ein größerer Bereich. Das hätte aber zur Folge, wenn es der Ärzte geben sollte, dass ich dann mit dem Boot fahren muss. Ich meine, die Strecke, die wirkte ruhiger, fand ich. Also es war jetzt nicht ganz so gefährlich, hatte ich den Eindruck. Also man könnte das schaffen. Das will ich eigentlich damit sagen. Wie sieht's denn aus? Vielleicht erstmal mit einer Karottensuppe anfangen? So. Das reicht. Dann kannst du noch Dörrfleisch machen. Wo
Russischer Fischköder. Stimmt, das habe ich mir unternommen. Tote Trolle malt locken oft ein oder zwei Fische an. Mit diesem Köder geht es schneller. Ah. Sehr witzig. Okay, das habe ich mir auch noch gar nicht angeguckt, ne? Stimmt. Vielleicht sollte ich auch mal diesen Fisch braten. Weil, stopp. Ist da mehr Fleisch? Mehr. Damit ich mir das mal angucke. So, was wollte ich denn noch? Ich wollte noch Bärenmarmelade herstellen. Das würde mir auch sehr gut stehen. Rohrfisch. Ach so. Ach so, den muss ich jetzt noch zerkleinern. Ah, okay. Jetzt habe ich irgendwas anderes gebraten. Was ich gar nicht wollte. Hier. Okay. Das mal reinballern hier. Ist natürlich wieder die Taschen voll hier. Okay, liebe Leute, das gucken wir uns in der nächsten Folge an, ganz gemütlich. Ich sage für heute Tschüss und vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart. In der nächsten Folge machen wir uns noch ein bisschen startklar hier. Und dann gucken wir uns nochmal das kleine Sumpfgebiet an, obwohl ich das Gefühl habe, wir werden da nicht viel rausholen. Aber Sumpfgebiet ist das neue Gebiet und das werden wir wieder schön gemütlich zusammen erkunden. Ich freue mich drauf. Bis bald beim Walheim. Tschüss.